Nummer 17. Das war's. Wir sind wieder da. Ja, und jetzt machen wir einfach Türchen nochmal auf. Okay, da ist es. Ich weiß nicht, ob ich das wieder bin. Ja. Ich habe mir... Ich weiß, du wirst jetzt schon wieder mit den Augen rein. Ich habe mir Robinson Crusoe gewünscht. Ein schönes Spiel. Ja. Aber... Es dauert lange. Es dauert ewig. Und ich glaube, wir haben 4-mal gespielt, bis wir endlich dieses eine Szenario geschafft haben. Aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt möchte ich das nächste machen. Das haben wir, Robinson Crusoe haben wir zum Urlaub gespielt. Da haben wir es geschafft. Ja, das ist schon ganz schön lange her. Das ist ein halbes Jahr her. Hey, das sind alle Spiele, die wir hier spielen, die mindestens 2 bis 4 Stunden dauern. Schon mal gemerkt? Was soll ich jetzt sagen? Ja, wir zeigen euch aber nur ganz kurz Robinson Crusoe. Also für, ich glaube, 80-90% der Menschheit, die Brettspiele spielen, kennen Robinson Crusoe, weil es nun eins der ersten großen Spiele war. Ja. Natürlich gibt es einige, die sagen, oh nee, Robinson Crusoe finde ich voll doof, aber es gibt welche, die sagen, Robinson Crusoe ist das beste Spiel, weil es ist ein kooperatives Spiel und wir haben ein wahnsinnig krasses Erlebnis, denn wir versuchen zu überleben. Das, also, und ich finde, das wirkt so intensiv und deswegen spiele ich das auch so gerne. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal das Spiel. Da ist es. Ich bin Robinson Crusoe und du bist Freitag. Das war gruselig. Also, man sieht hier die Auszeichnung und ja. Die hat das Spiel nicht umsonst bekommen. Ja, natürlich, wer jetzt sagt, ey, ich habe keinen Bock, mich 3 Stunden lang hinzusetzen und ein Spiel zu spielen und danach vielleicht auch noch auf die Fresse zu kriegen und mit einem schlechten Gefühl nach Hause zu gehen, der sollte das nicht spielen. Denn es ist wirklich sehr anstrengend, sehr intensiv. Man hat viele Möglichkeiten, hat Aufträge zu erfüllen und muss auch noch das Szenario-Ziel erfüllen. Und ist man da einen Moment zu spät dran, hat man verloren. Es ist gut, um seine Frustrationsschwelle zu erhöhen. Trainieren. Erhöhen geht auch. Ja, geht okay. Beides. Ja. Aber ich wollte trainieren sagen. Okay. Auf jeden Fall finde ich's cool. Mir macht es Spaß. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich verliere. Ich bin dann zwar schon ein bisschen traurig, aber mir macht es so viel Spaß, dieses Spielerlebnis. Also deswegen. Und ich möchte halt, ne, mich vorarbeiten, Stück für Stück, dass wir das irgendwann mal durchgespielt haben und irgendwann die Erweiterung kaufen können. Und es ist auch schon so ein Indiz, weil es wirklich ein altes Spiel ist. Also, und ich rede jetzt nicht von alt, wie die meisten sagen, letztes Jahr, sondern wirklich 5-6 Jahre muss es Minimum auf dem Buckel haben. Ja. Wenn nicht vielleicht sogar älter. Und ja. Hier steht ab 10 Jahren, das stimmt auf jeden Fall, 1 bis 4 Spieler und 60 bis 120 Minuten. Und die 60 Minuten... Die glaube ich nicht, weil ich wüsste nicht, welches Szenario mit 60 Minuten datiert ist. Da müsstest du eigentlich schon total schnell verlieren. Ja, damit die 60 ganz Minuten, viel Pech haben vielleicht. Also mit 120 ist man hier gut dran, verdoppelt die ganze Zeit und dann seid ihr so ungefähr bei einem Szenario, würde ja. Ich sagen. Also 100 und wir reden hier von 2 Spielern, die sich ja relativ schnell einig sind und ihre Aktionen machen. Zu viert, denke ich, wird es noch länger dauern. Ja. Ein schönes Spielerlebnis, aber auch nicht für jedermann etwas. Nee, das stimmt. Auf jeden Fall. Und es ist auch schon auch eine Hürde, wenn man das erste Mal spielt. Definitiv, weil die Regeln, und das hat nichts mit früher zu tun, sondern die Regeln sind nicht so einfach geschrieben. Ja. Oder sie sind schön einfach geschrieben, man kann sie lesen und man versteht sie dann aber nicht so ganz. Und denkt sich, ach so, wenn ich jetzt das da drüben mache, was muss ich jetzt nochmal machen? Dann regelt nochmal durchgucken. Da habe ich es gefunden. Und das passiert ganz häufig am Anfang. Ja. Bis man den Fluss drin hat. Das passiert auch immer wieder, wenn man wieder anfängt zu spielen, weil dadurch, dass es eben nicht so oft auf dem Tisch landet, muss man halt manche Sachen immer erstmal wieder nachlesen. Stört mich aber ehrlich gesagt gar nicht bei dem Spiel. Okay. Also das dafür ist einfach zu cool, weil das hat halt. Es hat halt ein tolles Erlebnis einfach. Ich finde es schon, man geht halt zum Beispiel jagen
um halt zum einen Tierfelle zu bekommen, aber auch um Essen zu haben. Also das ist halt schon sehr, sehr thematisch. Und man hat halt den Eindruck, man ist da irgendwo gestrandet und versucht jetzt irgendwie zu überleben. Und dafür muss man verschiedene Sachen machen. Und dann kommt aber eben das Unheil wie Wetter, was immer passieren kann. Und dann ist das Dach von meinem Haus weg. Super. Dann wird es kalt. Dann fange ich an zu frieren, dann brauche ich ein Feuer, das Feuer ist ausgegangen. Also, verliere ich Lebenspunkte? Genau, und so geht, und dann irgendwann, hops, ist der erste tot. Huch. Ja, zu dem Spiel, es gibt eine Erweiterung. Ja. Das ist so mit einem Schiff, mit einem Logbuch und so weiter. Haben wir nicht. Nee. Weil es wird auch gesagt, dass diese Kampagne richtig heftig ist, richtig schwer. Das ist schon schwer. Ja. Und da wir es nie durchgespielt haben, finde ich es auch unsinnig, jetzt die Erweiterung zu haben. Deswegen, da können wir immer noch drüber nachdenken, wenn wir das geschafft haben. Was wichtig ist für alle, die jetzt sagen, oh, Robinson Crusoe habe ich, finde ich cool. Bei der Spielemesse Essen 2019 gab es eine Erweiterung. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt damit was zu tun hatte. Auf jeden Fall ist sie für Robinson Crusoe. Ja. Und war nochmal eine extra Box. Wir haben sie auch nicht gekauft, weil wir haben die andere Erweiterung nicht. Ja. Schweres Spiel, lange Zeit, deswegen haben wir gesagt, nee. Aber wer jetzt sagt, oh Mann, Robinson Crusoe haben wir durchgeackert, ist ein cooles Spiel. Die Erweiterung gibt's oder wird es dann geben jetzt so bald. Ja, die gibt's. Und wer da mehr weiß, der kann auch unter die Kommentare auf jeden Fall mal reinschreiben, wie die heißt natürlich. Und ob man die schon kaufen kann, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon. Ich möchte sagen, ich habe das gesehen bei Pegasus. Ich hätte sie auch mitgenommen, wenn wir damit durch wären. Sonst. Oder fast durch wären. Ja, sonst, nee. Braucht man nicht. Naja, wir haben halt auch so viele Spiele und ich finde, dann sollte man halt schon überlegen. Und da das wirklich schwierig ist und man ein bisschen braucht, kann man dann das immer noch machen. Irgendwann mal. Dann ist es wahrscheinlich auch günstiger. Dann kriegt man die Erweiterung für 10er. Und dann sagt man so, oh krass, 17 Szenarien, 125 Spielstunden für einen 10er, ja, cool. Lass uns überraschen. Genau. Auf jeden Fall kommt es wieder auf den Tisch. Wieder? Ja. Ich finde, ich habe super Spiele ausgesucht. Ja, hast du. Mach das gut. Ja, hast du. Kann nur noch besser werden. Ja, morgen dann. Morgen. Türchen Nummer 18. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.